Hallo Freunde der manuellen Materialverarbeitung, speziell heute Drechsler und vielleicht auch Besitzer einer Killinger KM1500 SE Drechselbank. Heute geht es darum, die Lager zu wechseln an dieser Drechselbank im Spindelstock und im Motor. Dieses Video wird mehrere Teile haben, mindestens zwei. Ein Video für einen Spindelstock, ein Video für einen Motor. Vielleicht sogar innerhalb dieser Themen nochmal eine Teilung, denn ich möchte nicht 20 Minuten Videos machen. Das schaut sich keiner an, nicht mal ich schaue mir 20 Minuten Videos an. Und ich möchte aber auch nicht Informationen rausschneiden, um auf ein akzeptables Maß zu kommen. Der Trailer zu diesem Video ist aktuell. Wir haben jetzt Mitte April 18. Die Aufnahmen vom Lagerwechsel allerdings sind von Oktober 17. Das waren die allerersten Aufnahmen, die ich gemacht habe für einen möglichen YouTube-Kanal, also bewusst abgedreht habe, um das eventuell mal zu veröffentlichen. Jetzt ist es soweit. Bitte sei ein bisschen nachsichtig. Ich habe zwar immer noch keine Ahnung über Videodrehen, aber damals war es noch viel schlimmer. Ich denke aber, dass die Bildqualität akzeptabel ist. Es geht aber auch ein bisschen darum, zu zeigen, was für Hürden man begegnet, an was für Schwierigkeiten man kommt, wenn man nicht immer alles an Werkzeugen vor sich liegen hat. Eine Situation gab es, wo ich schweißen musste. Ich selber habe hier keine Schweißanlage. Ich bin zwar gelernter Metallbauschlosser, habe aber keine Schweißanlage, weil ich weiß, was so eine Anlage kostet, und bevor ich eine billige kaufe, kaufe ich lieber keine. Außerdem kommt das hier in diesem Holzatelier oder in dieser Holzwerkstatt eh nicht in Frage für mich. Ich kann zu einem Kollegen ausweichen, der hat eine gute Anlage. Da kann ich hin, wann ich will und wie oft ich will, und kann dort alle meine Schweißbedürfnisse abdecken. Gibt also keinen Anlass dazu, dass ich mir selber sowas besorge. Was für Material und Werkzeug braucht ihr dafür, um hier die Lager zu wechseln? Natürlich Kugellager, und zwar die richtigen. Ich habe natürlich diese Lager jetzt nicht mehr, um sie euch zu zeigen, aber im Verlauf des Videos werdet ihr sie sehen. Zeige ich euch genau den Typ. Ich werde es auch noch unten oder oben oder irgendwo reinschreiben. Ich empfehle euch aber dringendst, euch beim Hersteller zu erkundigen, was für Lager ihr benötigt. Vielleicht seid ihr auch sogar gut beraten, wenn ihr die beim Hersteller kauft, denn die sind hochwertig, kein Billigmist. Ihr kriegt genau die Lager, die ihr benötigt, zu eurer Drechselbank. Dann geht es weiter mit dem üblichen Werkzeug. Hammer, Imbusschlüssel braucht ihr, dann Holz, Kanteln, Rundholz. Wenn ihr nicht wirklich professionelles Ausschlagewerkzeug habt, müsst ihr Holz haben. Und natürlich dringend auch eine Abziehvorrichtung. Also ich glaube, ohne geht es wahrscheinlich nicht. Eine Abziehvorrichtung wäre noch eine Voraussetzung. Ansonsten braucht ihr nichts Spezielles, um diese Kugellager zu wechseln, außer Zeit, bisschen Geduld und die nötige Vorsicht natürlich, um nicht drumherum irgendwas kaputt zu machen. Genug gelabert. Tauchen wir ins Jahr 2017 ein und schauen uns mal an, wie das vonstatten ging. Gute Unterhaltung! Als erstes muss hier dieses Handrad ab. Dazu lösen wir einfach diese Madenschrauben. Zwei Stück sind es hier in dieser Maschine. Jetzt braucht ihr einen 3 mm Imbus. Dann könnt ihr das Handrad hier abmachen. Es handelt sich hier um ein Linksgewinde. Falls sich das Handrad angesetzt hat oder ein bisschen eingefressen hat, dann macht ihr die Spindelarretierung, also den Stift hier ins Loch rein, damit die Spindel arretiert ist. Da könnt ihr hier mit einem Werkzeug ein bisschen mit Kraft, sollte dann das Handrad abgehen. Dann lösen wir die Übersetzung hier an der Welle. Da gibt es wiederum eine Madenschraube, zwei Stück.
setzen die Welle fest vielleicht, das ist einfacher. Ich habe da schon ein bisschen vorgearbeitet, die lassen sich aber auch gut lösen. Als nächstes müssen hier diese vier Schrauben raus. Die dienen lediglich dazu, den Sensor anzusprechen, damit die Geschwindigkeit ausgemessen werden kann, beziehungsweise dann angezeigt werden kann. Die müssen raus hier. So, wir können jetzt versuchen, die Welle rauszuschlagen. Damit wir hier den Sensor nicht beschädigen, werde ich hier mal noch ein Stück Holz einlegen, weil ich meine, dass das Pulley hier auch mit nach vorne gehen wird und dann irgendwann hier einen Sensor anschlägt, und den möchte ich eigentlich ganz lassen. Kleines Brett hier, das passt hier wunderbar rein. Ich versuche es mal so. Weiterhin nehme ich hier ein gutes Hartholz, ein Reststück halt, um hier das Gewinde nicht kaputt zu machen. Ich komme jetzt hier nicht weiter ran, weil die Welle jetzt bündig hier mit dem Spindelstock ist, und ich versuche sie jetzt mal mit dem Rundholz weiterzumachen. Das ist ein 25er, ein Reststück. Man sieht, das Lager kommt hier gleich mit raus. So, die Spindel habe ich jetzt endlich rausgekriegt. Die letzten 10 cm waren doch etwas knifflig. Ich habe hier dann mit diesem Gurt hier, diesem Ledergurt, die Welle ein bisschen gerade gehalten, weil die immer nach oben gekippt ist. So, ja, idealerweise müsste man fast zwei Personen sein, wie auch immer. Die Welle ist raus, und ich sehe hier auch schon, dass es da tatsächlich etwas eingefressen ist. Wie ich dieses Lager abbekomme, das ist mir jetzt jedoch erstmal noch ein Rätsel. Muss ich mal drüber nachdenken, wie ich die, wahrscheinlich brauche ich da eine Abziehvorrichtung. Ich habe mir hier ein Kantholz aus dem Lager geholt. Das sollte hier passen. 32, 30. Das passt hier rein. Und sollte auch auf der anderen Seite passen, damit ich dieses Lager rausschlagen kann. Allerdings muss das Pulli jetzt erstmal rausnehmen. Also man spürt schon, dass hier das Lager, vielleicht hört man es auch, am Kratzen ist. Also man spürt es hier eindeutig, dass das läuft hier nicht mehr sauber. Also tat es doch Not, hier das Zeugs mal auseinanderzunehmen.